Mit dem Heizkostencheck und dem Härtefonds unterstützt das Land Personen in finanziellen Notsituationen. Wie ist aus der Sicht des Landes hier die Situation? Es geht um eine ergänzende Hilfe für Personen in Notlagen, ergänzend zu den Leistungen, sowohl den Geldleistungen als auch den Sachleistungen des Landes. Das Land leistet ja in Pflegefällen, in der Behindertenhilfe, im Rahmen der Jugendwohlfahrt oder der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Dazu kommt aber jetzt, dass es noch zusätzliche Hilfen gibt. Einerseits den Heizkostencheck des Landes, der einkommensschwachen Personen in der Heizperiode zusätzliche 150 Euro ermöglicht. Der Antrag ist bei der Wohnsitzgemeinde zu stellen. Wenn einzellebende Personen nicht mehr als 800 Euro, Paare nicht mehr als 1200 Euro verdienen, können sie diese zusätzliche Unterstützung bekommen. Darüber hinaus, und das freut mich sehr, haben über meine Initiative hin Arbeiterkammer und Salzburg AG Geld in die Hand genommen, um das in die Sozialberatung der Caritas zusätzlich einzubringen, nämlich zusätzlich 100.000 Euro im Jahr, wobei auch in Notlagen hier Ad-hoc-Hilfe von der Sozialberatung der Caritas geleistet wird. Wichtig ist und neu, darauf bin ich auch sehr stolz, dass in beiden Unterstützungstöpfen ein Nachhaltigkeitsfaktor eingebaut ist. Wer Leistungen bezieht, kann die kostenlose Energieberatung der Salzburg AG in Anspruch nehmen. Das heißt, es gibt kostenlose Unterstützung und Beratung dabei, wie Heizkosten oder Energiekosten verringert werden können. Es gibt den Härtefonds von Salzburg AG und Arbeiterkammer. Wie sieht hier der Beitrag der Salzburg AG aus? Ja, der Härtefonds ist eigentlich der letzte Schritt in einer Kette von professioneller Betreuung. Die Salzburg AG setzt intensiv auf das Thema Energieeffizienz, das heißt die richtige Energie sparsam verwenden. Und das Zweite ist, dass man dann ein entsprechendes Forderungsmanagement hat, wo man auch den Kunden hilft mit Ratenvereinbarungen und hin und her. Es bleiben aber trotzdem immer wieder Kunden über, die nicht mehr die Möglichkeit haben, die Löcher zu stopfen. Und hier braucht man professionelle Unterstützung. Und diese professionelle Unterstützung jetzt durch den Härtefonds und durch die Abwicklung der Caritas wird von der Salzburg AG unterstützt, indem wir gemeinsam mit der Arbeiterkammer je 50.000 Euro pro Jahr in diesen Fonds einzahlen. Was ist der Beitrag der Arbeiterkammer? Wir leisten 50.000 Euro gesichert auf die nächsten 3 Jahre. Wir gehen aber, nachdem wir grundsätzlich diese Hilfe ja schon über 20 Jahren aufweisen, wir haben sie jetzt im Budget erhöht, aber wir gehen davon aus, dass diese Zusammenarbeit nicht nur 3 Jahre dauern wird, sondern länger anhaltend sein wird.